Die Entscheidung am Wannsee. Wer kommt ins Final Four? Ja! Und wer muss absteigen? Hamburg musste 2 Plätze in der Tageswertung auf Berlin gut machen und fing am Sonntag gut an. Karl-Anton Kollos spielte eine 67, 5 unter Par, die beste Runde des Tages. Wir haben uns hart darauf vorbereitet, auf den letzten Spieltag, wollten nochmal alles geben, das Wunder Wirklichkeit werden lassen. Aber die Berliner ließen sich nicht schocken und hielten ihren Vorsprung aus den Vierern. Die Herren vom Wannsee ließen die Falkensteiner auch in der Tageswertung hinter sich und verabschiedeten den deutschen Rekordmeister in die zweite Liga. Die Damen aus Berlin wollten den Einzug ins Final Four perfekt machen. Und das sah nach den Vierern richtig gut aus. 10 Schläge Vorsprung vor Hubbelrath. Aber die Düsseldorferinnen drehten am Sonntag richtig auf. Allen voran Sophie Witt, die die Aufholjagd in beeindruckender Manier anführte. Es wurde nochmal eng. Ganz eng. Sophie Witt spielte 4 unter Par. Mit die beste Runde des Tages bei den Damen. Nach den letzten Flights war dann Warten angesagt, bis es irgendwann amtlich war. 3 Schläge Vorsprung. Berlin war im Finale. Ins Final Four kommen ist immer das Ziel des ganzen Jahres. Da fängt man an, vom letzten Final Four zum nächsten zu arbeiten. Deswegen ist es so ein bisschen wie auf Weihnachten sich zu freuen. Insofern, mehr geht kaum. Eine Klasse für sich auch in Berlin, die Hamburger Damen, die am Sonntag sogar auf den Einsatz ihrer frisch gebackenen Vize-Europameisterin Esther Henseleit verzichten konnten und ein ganz heißer Titelkandidat sind. Haben auf jeden Fall Lust, da vorne mitzuspielen und am Ende das Ding mit nach Hause zu nehmen. Hamburg gewinnt souverän die Gruppe Nord. Berlin am Ende mit 1 Punkt Vorsprung vor Hubbelrath ebenfalls im Final Four. Absteigen müssen die Damen aus Mülheim. Einen rabenschwarzen Sonntag erwischten die Herren vom Golfclub Hubbelrath. Schon früh deutete sich an, dass das Team von Cheftrainer Roland Becker das Final Four verpassen würde. 3-mal in Folge waren sie zuletzt deutscher Meister. Und jetzt das. Lediglich Florian Schmiedl blieb mit einer 69 unter Par. Das war zu wenig. Der Meister war raus. Ganz anders die Frankfurter. Nach 2 Spieltagen noch am Tabellenende setzten sie auch in Berlin ihren Höhenflug fort. Bis ins Finale nach Köln. Wir haben 2-mal hart gegen den Abstieg gespielt und jetzt Final Four hat jeder gesagt, einfach gerade raus, einfach Vollgas. FGC, what are we doing? Noch unglaublicher, die Geschichte der Sensationsaufsteiger aus Hösel. Yannick de Brünn hatte mit Ulrich Holzbach im Vierer eine 65, 7 unter Par vorgelegt. Der Sonntag dann ein Schaulaufen mit einem Finish in Style. Das Birdie zum Abschluss eines nicht für möglich gehaltenen Durchmarsches. Hösel ist die neue Nummer 1 im Norden. Frankfurt zieht noch an Hubbelrath vorbei. Wannsee ist gerettet, Hamburg steigt ab und Hösel jubelt. Sensationell, dass wir es geschafft haben. Also höhere Bewertung als Tabellensieger hier rauszugehen, mehr geht nicht. Hammer. So sind sie.